langsam rein. Wir sind in Ägypten. 3000 Jahre vor unserer Zeit. Und wir müssen sehr, sehr schwer arbeiten für Papa. Und wir sind seine Sklaven. Aber Ding, ja. Und jedes Mal, wenn wir nicht gut arbeiten, schlagen sie uns mit den Peitschen. Bis Moshe Rabbeinu gekommen ist. Moshe Rabbeinu sagt zu Baro, lass mein Volk gehen. Und Baro sagt, nein, er bleibt stur. Moshe sagt ihm, sonst werden 10 Plagen auf dich kommen. Und 9 Plagen waren schon. Und Baro bleibt stur und sagt, nein. Bis die 10. Plage war, Tod des Erstgeborenen Agat Beron. Und der Sohn von Pharao ist gestorben. Da hat Pharao gesagt, lasst mich in Ruhe, geht aus Ägypten. Für 3 Tage lasse ich euch frei und bringt eurem Gott ein Opfer. Wir sind gegangen, alle zusammen. Mit unserem Gold, mit unseren Schafen, mit unserem Gewand, die Kinder und die alten Leute, alle sind zusammengegangen, bis wir plötzlich zum Yam Suf gekommen sind, zum Roten Meer. Am 6. Tag hat Paro mitgekriegt, dass wir nicht mehr zurückkommen. Und er hat allen seinen Mitzrim gesagt, geht's! Fangt sie wieder ein! Und alle Mitzrim sind auf ihre Pferde losgesprungen und sind losgeritten. Und hinter uns waren die Mitzrim auf ihren Pferden. Und rechts waren hohe Berge. Und links waren wilde Tiere. Und wir haben nicht gewusst, wo wir hingehen sollen. Wir haben uns geteilt in 4 Gruppen. Die erste Gruppe hat gesagt, wir werden kämpfen. Die zweite Gruppe hat gesagt, wir möchten nicht kämpfen, wir haben keine Kraft. Lieber gehen wir wieder zurück und werden wieder Sklaven von Paro. Und die dritte Gruppe, wir haben keine Kraft zu kämpfen. Wir wollen auch nicht mehr Sklaven sein. Wir möchten nicht mehr leben, wir möchten einfach sterben und sich umbringen im Meer. Und die vierte Gruppe hat angefangen zu beten, zu Hashem. Hashem, hilf uns! Was sollen wir machen? Und Moshe Rabbeinu ist mit seinem Stock gestanden und hat auch gebeten zu Hashem vor dem Wasser. Hashem, was sollen wir machen? Hinten kommen die Mitzrim, vor uns ist das Wasser. Und Hashem sagt ihm, Moshe, ich habe dir nicht gesagt, dass du beten sollst. Ich habe dir gesagt, nimm dein Volk zum Berg Sinai, zum Har Sinai, und dort bekommst du die Torah.
Als es Moschee gesagt hat, seinem Volk, war einer unter ihnen, er war ganz mutig. Er hieß Nachschon. Nachschon ben Aminadab. Und Nachschon ben Aminadab hat an Hashem geglaubt. Er hat gesagt, Hashem wird uns retten. Hashem wird uns retten. Und er wird sich ein Wunder machen. Und Nachschon ist reingegangen ins Wasser. Ganz langsam, geht ganz langsam, Andy. Ganz langsam. Und er ist gegangen in das Wasser. Geht das Wasser. Und das Wasser. Und alle Jungen sind mit ihm hergegangen. Geht's alle. Andy, geh rein. Und plötzlich ist das Wasser aufgegangen. Das Meer hat sich gespalten in zwei Teile, links und rechts. Links war das Wasser, rechts war das Wasser, wie hinter einer Glasscheibe. Und dahinter waren Fische, Delfine, Wale. Und uns ist nichts passiert. Hashem hat ein Wunder gemacht. Hey. Und oben waren die Sterne. Schaut mal, es war kurz vor Sonnenaufgang. Und der Boden sollte normalerweise schlammig sein, nass. Aber er war ganz trocken. Reicht's einmal. So trocken wie jetzt. Wir hatten nicht so viel zum Essen mit. Wir hatten nur Mazot und Wasser. Und Hashem hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Und plötzlich sind Bäume gewachsen. Und an den Bäumen waren Früchte, Kuchen und Kekse und Zucker für die Kinder. Und wer Hunger hatte, hat einfach was genommen und hat es gegessen. Und es war so dunkel, dass wir nicht gewusst haben, wo wir hingehen sollen. Und Hashem hat ein Amud HaEsh gemacht, eine Feuersäule, vom Boden bis zum Himmel. Und dort war das Licht. Seht ihr das Licht? Und so haben wir gewusst, wo wir hingehen müssen. Und die Mitzrim, die Ägypter, waren hinten mit ihren Pferden. Und sie hatten Speere und Waffen. Nein, das Wasser ist offen, wenn das Wasser zugeht. Und wenn wir trinken. Und Hashem hat ein Wunder gemacht. Und die Mitzrim, sie wollten nicht rein, sie hatten Angst. Und Hashem hat einen Trick gemacht. Er hat ein Spiegelbild von Pharao. Hat er reinprojiziert, als wäre er schon drinnen. Und als sie geglaubt haben, war euch schon drinnen, sind sie alle reingeritten. Und der Boden unter ihren Füßen hat sich verwandelt in Teer, wie Klebstoff. Und die Pferde sind hängen geblieben. Und plötzlich, als wir schon ganz weit vorne waren, und plötzlich, als wir schon ganz weit vorne waren, ist das Wasser wieder zugegangen auf die Mitzrim. Und unter den Mitzrim gab es auch Raschaim, Böse. Aber es gab auch Gute. Die Bösen, die uns gepeitscht haben und dabei gelacht haben, und es hat ihnen einen Spaß gemacht, einen Kiff. Sie sind ganz, ganz schwer gestorben. Rauf und runter im Meer waren sie und rauf und sie haben keine Luft bekommen und wieder runter.
Aber die Zedekin, die uns nur geschlagen haben, weil es Paro von ihnen wollte, die sind ganz, ganz schnell gesprochen, damit sie nicht leiden müssen. Und dann ist das Gold der Pferde, sie hatten ganz viel Gold, ist alles rausgespült worden. Es ist dann rausgespült worden auf unserer Seite. Und Hashem hat Moshe gesagt, dass wir das Gold nehmen können. Und dass wir jetzt frei sind, wir können jetzt die Mitzvot nehmen. Die 10 Gebote und die Torah von Hashem. Wollt ihr auch die Torah? Ja. Machen wir die Mitzvot von Hashem? Ja. Manchmal, wenn ihr Angst habt und nicht wisst, ob ihr das alles schaffen könnt, müsst ihr denken, wie ist der Erste, der reingekommen ist, ins Wasser, nach Schon. Er war ganz mutig. Er war ganz mutig und er hat an Hashem geglaubt. Er hat Vertrauen gehabt. Und manchmal, wenn wir nicht wissen, ob wir etwas schaffen, können wir auch mit Hashem reden. Hashem, hilf mir bitte. Ich will das und das schaffen. Ich will meiner Mama helfen. Ich habe keine Kraft. Ich will nicht aufräumen, die Spielzeuge. Und er gibt uns dann die Kraft und wir können das schaffen. Gehen wir jetzt alle weiter? Ja. Gehen wir raus aus Mitzrayim? Ja. Wir gehen langsam raus. Und links und rechts. Warte jetzt langsam. Links und rechts am Boden. Gibt es hier Gold? Rechts und links gibt es Gold. Ihr könnt das Gold aufsammeln. Jeder nimmt sich ein Stück von Gold. Gold? Jeder nimmt sich ein Stück von Gold. Und bringt es zu mir zum Tisch und setzt euch rundherum in den Tisch. Alle setzen sich rundherum. Wir sind eine Klasse zusammen. Wir werden versuchen, das Basel zusammenzustellen. Ja? Schaut mal, wer hat Mazot? Wer hat Mazot? Ich. Wer hat Mazot? Ich habe nicht Mazot. Ja, sehr gut. Ich habe auch. Nein. Ich habe auch. Die Menucha hat. Menucha, du hast auch Mazot. Menucha. Ist ein bisschen zurück, ist das so? Oh, ist der hier ja schon? Schau mal. Das ist der Schuss. Ich habe auch etwas. So, ja, das kannst du schon herlegen. Da sind die Haupt. Ich habe auch etwas. Ach, ich habe etwas. Wow. Das ist die Nur. Ich habe das. Ja, das kannst du herlegen. Das Wasser ist zugegangen. Das Wasser ist zugegangen. Die Zähne sind drin geblieben. Wir sind fast da. Das ist ein besser Tisch. Wir sind ein Bett. Das letzte. Heißt A-Fi-Kuma.
alles lang an Artikoman. Und den Artikoman muss machen. Was ist dieses Stein? Das ist mein Licht, damit ich euch besser sehen kann. Der Artikoman, den müssen wir verstecken. Verstecken. Oder die Eltern verstecken es und wir müssen suchen. Oder wir verstecken es und die Eltern müssen suchen. Für jeden ist anders. Ich will suchen. Müsst ihr mit eurem Papa ausmachen. Ich verstecke das. Maron schmeckt ganz, ganz bitter. Machen alle so. Ja, ist
Karo ist ganz bitter. Und dann gibt es noch was Süßes. Charoset. Charoset, der Fan. Charoset macht man auch. Wir haben das schon blaue Pizza. Charoset macht man aus. Nüsse, Äpfel, Birnen. Dann nehmen wir ein Stück von der Mazar, nehmen Charoset, ja, von der Mazar, geben Maron drauf und haben ein Sandwich. Und dieses Sandwich heißt Korrech ist das Sandwich. Ich hoffe, ihr Kinder wart sehr, sehr brav. Hat es euch gefallen? Ja! War schön? Ja! Wollt ihr jetzt Mazar backen gehen? Ja! Stellst du dich dann her zur Türe? Das war so eklig. Ich bin nicht.